Herzlich willkommen zurück, liebe Aufregersfreunde. Hier wieder euer Olli mit Let's Play Metroid Prime. Mit dem wunderschönen Spielchen. Also, letztes Mal haben wir Talon 4 erreicht, haben unsere ganze Ausrüstung auf dieser scheiß Fregatte aufgrund von Ridleys Explosions-Scheiß verloren und müssen sie jetzt wiederfinden, um ihnen auch mal das Handwerk legen zu können und überhaupt irgendwas machen zu können. So, wir haben hier die Ruinen von Sho, so schöne Sequenz. Also, wir haben es bereits erfahren, es gibt hier massig Leben, vor allem Insekten, die wir jetzt auch gleich wieder sehen werden. Ja, hier habe ich doch richtig in Erinnerung. Und dass hier praktisch unsere unsere Erzieher, unsere, ja, schon fast unsere Zieheltern hier mal gelebt haben sollen. Also praktisch das Volk. Nämlich die Chozo. Die Chozo sind Chozo oder Chozo, weiß ich nicht genau, ist zur Information ein uraltes Volk, welches sehr, sehr hoch entwickelt war. Und die auch Samus, ich weiß nicht, gerettet haben, auf jeden Fall aufgezogen haben. Und ja, mehr wissen wir bis jetzt eigentlich noch nicht. Und mehr möchte ich eigentlich im Moment noch nicht sagen, sonst habe ich nämlich überhaupt nichts mehr zu erzählen. wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich versuche hier mal ein bisschen rumzuspringen. Okay. Also wir sollen, Moment, wir haben ja genau letztes Mal ein Ziel bekommen und das ist das hier, die große Nisthalle. Das hört sich irgendwie nicht so geil an. Okay, aber wir müssen trotzdem hin. Okay, wir gehen mal hier lang, wir gucken, was hier kommt. Okay, wir haben hier einen kleinen Tunnel. Sieht auch wieder nach Parasiten aus. Oder irgendwas ähnliches. Moment, kurzer Schnelltelefon. Leute, ich weiß nicht, was los ist. Willkommen zurück, ey. Also, was jetzt hier gerade für Störungen sind. Erster Trockner, da ruft mich jemand an. Moment, ganz kurz nochmal. Ich werde jetzt hier den Hörer mal auflegen. Ich habe sogar schon mein Handy ausgeschalten. Also, gibt's gar nicht. Nee, also, das zerstört ja auch die Atmosphäre irgendwo. Und ich finde den auch. Aber ich meine, ihr Let's Player da draußen kennt das ja bestimmt, ne? Also, ist gerade am Aufnehmen, plötzlich platzt die Mutter rein. Oder es ist irgendwas zu tun, ihr habt was vergessen, Telefon klingelt. Was auch immer. Naja, aber back to the, ne? Oh, wieder die Käfer. Ja, zum Glück sind die nicht so schwer. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das scheint toll zu sein. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Chozo vorgenommen. Chozo-Inschrift identifiziert. Viele lange Jahre sind vergangen, seit wir Chozo dieses Land betraten und bevölkerten. In der Verlauf der Zeit selbst übt seine... ich kann nicht lesen. Seit jeher eine große Faszination auf uns aus. Es entspricht der tiefen Überzeugung vieler Weisen der Chozo, dass die Wahrheiten des Universums im wirbelnden Fluss der Zeiten verborgen liegen. Unser Bestreben, dort Antworten zu finden, führt uns jedoch an andere unerwartete Bereiche nur zur Erleuchtung. Wir können nicht bestimmen, wie wir im Besitz dieser Fähigkeit gelangen, die viele von uns Chozo seit kurzem Dinge vornehmen. Lassen, welche jenseits der gewöhnlichen Wahrnehmung liegen. Fremd scheinende Bildnisse und unerklärliche Sinneseindrücke überfluten unsere Geister und hinterlassen sowohl Visionen der Vergangenheit als auch der Zukunft. Wir verstehen diese erstarkenden Fähigkeiten als eine Frucht der zunehmenden Harmonie mit dem wie unsere tiefsten Bestreben darstellt. Vielleicht ist nun die Zeit gekommen, da uns die Geheimnisse des Universums offenbar werden. Leute, ich werde es in Zukunft so machen, wenn ich sowas finde. Ich werde scannen, nachlesen, euch erzählen. Also das dauert ja viel zu lange. Okay. Ja, gut, wie geht's jetzt weiter? Wir müssen weiter, weil ich weiß wirklich noch, dass dieses Spiel echt ein bisschen gehen wird. Und ich denke, wenn ich jetzt wirklich alles... die hasse ich. Diese riesen Stechmücken. Aber die scanne ich gleich nochmal. Oh, was haben wir hier? Die kann man in der Mauer gefunden. Okay, ja, die muss man freischießen mit dem Morphball-Bombe, die haben wir aber noch nicht. Okay, kommen die nochmal? Was haben wir hier? Alles klar, cool. Aber hier habe ich auch schon wieder Durchgang gefunden. Durchgang gefunden, hallo. Ah, speichern. Speichern, speichern. Alles klar, cool. Speicherstand, Energievorrat wieder vollständig aufgeladen. Alles klar. Gut, wie viel Wind nehmen wir auf? Aber wir haben noch locker Zeit, Leute, noch locker. Was ist das für ein Ding da hinten? Ich will das haben. Ah, da brauche ich aber eine Morphball-Bombe für.
Okay. Gut, dann gehen wir mal hier weiter. Da war ich hier schon. Nee, war ich nicht. Okay, wir gehen hier weiter. Riesenviecher. Also jetzt im Moment, wenn wir so eine Nachricht bekommen, von wem, wo wir als nächstes hin müssen, ist es eigentlich noch ziemlich geradlinig. Man weiß, wo man hin muss. Es ist bis jetzt auch nicht wirklich schwer. So, jetzt kenne ich euch mal, ihr Mistviecher. Erwischt. Goliath-Wespe, genau. Von Goliath-Wespen fliegenden Insekt mit Giftstachel, der entstande ist, Stahl zu durchbohren. Oh, alles klar. Solange die Goliath-Wespe keine unmittelbare Bedrohung verspürt, entfernt sie sich nicht sehr weit von ihrem Nest. Ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben attackiert sie sturzflugartig jegliche Bedrohung. Schnell und wirkendes Gift setzt die meisten kleinen Organismen zu erschaffen. Aua! Okay, das haben wir jetzt auch verstanden. Nochmal. So. Puh. Schnell Energie einsammeln. Ist das da unten Säure? Oder Wasser? Säure. Ganz klar Säure. Verdammt. Okay, das ist Säure. Alles klar. Ich nehme hier noch ein paar Pilze zum Abschießen. So, weil wir gerade Bock drauf haben. Okay, weiter. Nö, nee, aber auf jeden Fall sehr schön gestaltet hier. Guckt euch mal an. Echt klasse. Sehr idyllisch. So eine Mischung aus, ja, so eine Art verlorene Welt, kann man sagen. Och, du bist ja süß. Hallo Käfer, tust du mir weh? Ja, du tust mir weh, du Arschloch. So. Die sind zwar schön und leuchten uns, aber, ja, tun uns weh. Den hätte ich auch mal scannen können. Naja, egal. Sind wir da? Ja, Leute, wir sind da. Wir haben hier gleich wieder einen neuen Boss. Wie kommen wir da hin? Können wir da irgendwie rüber? Moment. Ja, können wir. Okay. Ah, Missiles. Nicht wem. Tja, aber so leicht wird es uns leider nicht gemacht, Leute. Hier wird der Raum mit Säure gefüllt. Ich hab so keinen Bock, ich hasse den Boss total. So, was nun? Oh, riesige kleine Wespendinger. So. Oh, fuck. Wo sind die? Ich muss mal ein bisschen mehr auf meinen Radar gucken oben links. Der ist jetzt sehr wichtig. So, jetzt kann ich da nämlich reinschießen. Genau. So, hier kommen wieder Wespen. Hinter mir. Oh, verdammt. Eine habe ich noch, eine ist noch übrig. So, zack. Und wieder schön in die Maschine rein pfeffern. Okay. Nächstes. Die sind jetzt auch ein bisschen böse, weil sie rot sind anscheinend. Ich krieg schon. Oh. Geht das so irgendwie? Wo sind sie? Da einer. Verdammt. Einer hat mich getroffen. Einer hat mich getroffen. Bleibt stehen, ihr Stechmücken, scheiß Moskitos. Da ist einer, da ist einer und da war einer. Verdammt. Orientierungslos. Da ist einer. So, einer noch, einer noch. Komm her. Da hab ich dich. Und die Brutmaschine auch nochmal. Jawohl, das war's schon. Okay, okay, die habe ich aber auch schneller. Habe ich auch leichter. Schwerer! Jetzt habe ich es schwerer in Erinnerung gehabt. So, Missiles eingesackt. Wir bekommen jetzt allmählich unsere Ausrüstung zurück, Leute. Ja, und darunter auch natürlich die Missiles. Klar, ohne Missiles geht nämlich gar nichts. Wir können weder manche Türen aufschießen, wie zum Beispiel die hier. Jetzt haben wir hier so praktisch so einen Zelda-Move. Boah, geil! Energietank. Energietank, Energietank. Super klasse. Manche werden uns regelrecht zugeschoben, die sind einfach auf dem Weg und manche, ja, muss man eben finden. Aber ich werde hier natürlich versuchen, wie in alter Metroid man dir so viele wie möglich zu finden. Es wird kein 100% Run, Leute, kann ich vollkommen vergessen, hier bräuchte ich einen Morphball. Habe ich aber nicht. Aber ich habe einen Energietank gefunden, das ist doch immer ein etwas. Okay. Gibt es jetzt hier irgendwie einen anderen Ausgang noch? Nee, also eigentlich nicht. Nur mal ganz kurz zurück, es gibt in diesem Raum jetzt nichts außer dem Energietank, oder? Nee, ich bräuchte es hier für einen Morphball. Kann ich nicht durch. Okay. Hab sogar schon probiert jetzt.
Nein? Okay, gut. Wir gehen zurück. Was zum... Ah, okay. Jetzt können wir da hin, weil da... wie praktisch. So, das wusste ich auch nicht mehr. Klasse. Lulu. Los. Und du auch noch. Okay, Leute. Ich denke, als nächstes werden wir den Morphball kriegen, aber ich weiß es nicht genau. Ich meine, jetzt haben wir auch kein neues eingehendes Ziel mehr. Oh, hier werde ich jetzt einfach durchrunnen. Hier habe ich gar keinen Bock auf die Stechmücken. Geh auf, bitte! Manchmal haben echt die Türen einen kleinen Hänger. Echt, das ist kein Scheiß. Ja, geht weg, geht weg, geht ja weg von mir. Einfach schnell durchrunnen, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, jedes Mal zu schneiden. So, was ist jetzt mit euch? Nichts könnt ihr, nichts, nichts. Ich habe gerade alle eure Brüder in eurer komischen Brutnestkacke da platt gemacht. Ihr könnt nämlich gar nichts. Okay. Was jetzt? Speichern könnten wir mal. Oder speichern wir? Ne, wir speichern nicht. Kein Bock drauf. Okay. Das machen wir jetzt. Warte mal. Karte brauche ich. Wie lange nehmen wir auf? Na, haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir. Ja, gut. Ich meine, da gibt es ja noch ein paar Räume, wo wir hin können, nicht wahr? Deswegen sehen wir uns gleich in der großen Halle wieder. So, wieder da. Und dieser Käfer kriegt aufs Maul. Okay. So, wo kommen wir noch hin? Oh, Hilfe! Hilfe! Dich habe ich ganz übersehen. Oh, ich habe dich ganz übersehen. Mein Gott. Gut. Ich höre ein Summen. Ja. Von da oben. Ja, steht. Zieh dich ja. So, wo können wir jetzt noch hin? Wo können wir noch hin? Aha. Da unten rechts müsste noch eine Tür sein. Nach Karte, die man jetzt nur mit... Ist jetzt auch... Oh, Leute, ey, ganz ehrlich. So, wo kommst du wieder raus? Da kommst du raus. So, tschüss. So, jetzt kann ich das nämlich mit Raketen ausschießen. Und jetzt vermute ich mal, dass ich hier lang muss. Ich hoffe es jetzt. Oh, viel Energie. Alles meine Energie. Alles meine. Meine Keime. Boah, schon wieder, ey. Leute, ich bin Biologe, ich weiß, aber ey, also das, man muss trotzdem nicht alle Käfer knutschen, wenn man Biologe ist. Okay. Weiter durch diese Tür. Was nun? Was nun? Was nun? Was nun? Oh! Da ist der Morphball. Schaffen wir es noch? Ja, schaffen wir noch, oder? Natürlich schaffen wir das noch. Wird ein bisschen längerer Part als der letzte, aber... Okay, jetzt kommt erstmal wieder der... Ah, genau. Jetzt zeige ich mich auch, was jetzt hier kommt. Erstmal hier tausende von denen hier. Die aber kein Problem für uns sind, weil wir so übelst mächtig sind und der Olli so einen übelst schnellen Daumen hat. Oh, mein Kopf juckt. Schnell! Muss ich jetzt irgendwas machen oder werden es automatisch... Oder muss ich jetzt einfach alle vernichten? Es ist natürlich sehr praktisch, dass sie alle Energie fallen lassen. Dann kann man ja fast gar nicht sterben. Nee, werden nicht mehr. So. Und jetzt, liebe Freunde, hier ist der Mega-Hirschkäfer oder Goliath. Wie heißt der nochmal? Wie heißen die nochmal? Panzer? Ich habe keine Ahnung. Okay, den scannen wir erstmal. Uah. Ich meine, ich weiß ja, wie man ihn besiegt. Ich weiß ja, wie man ihn besiegt, aber ich werde trotzdem nochmal euch scannen und zeigen, wie es geht. Ein neuer Eintrag. Okay. Gepanzerter Grabkäfer war es. Gepanzerter Grabkäfer, gepanzertes Insekt. Die einzige Schwachstelle befindet sich am Hinterleib. Die starke Schädelpanzerung des Insekts dient der Abwehr frontaler Angriffe. Daraus resultiert ein Vorteil im Nahkampf, der dem Käfer Rammattacken ermöglicht. Sobald er Vibrationen wahrnimmt, dreht er sich um. Während des Kampfes richtet sich der Käfer stets frontal zu einem Gegner aus, um seinen Hinterleib zu schützen. Okay, also Leute, wir wissen jetzt, er wird uns rammen wollen und wo seine Schwachstelle ist. Also praktisch durch das Scannen der Gegner müssten wir eigentlich alles Nötige erfahren. So, Achtung. Links, rechts und ausweichen. Und draufhauen. So, er macht ein Tänzchen mit uns. Er geht nochmal in Position. Links, rechts und er springt. Wir springen auf. Oh, verdammt, das war zu spät. Ich könnte auch mal meine Missiles einsetzen. Fällt mir ein. So. Siehst du, so geht es nämlich ganz auch noch viel schneller. So. Und wie durch Zauberei öffnet sich ja, das mächtige Tor zum Morphball. Ja, jetzt haben wir aber auch einiges geschafft. Mein Gott. So. Dumm. Schöne Animation.
und immer auf Ball halten. Sehr schön. Mit X aktivieren wir ihn und wir können rumrollen. Roll die Roll die Roll. So Leute, also es sind jetzt wieder 5 Viertelstunde schon längst wieder rum. Das war's von eurem Oli von den Aufregers mit Let's Play Metroid Part 3. Weiter geht's mit Part 4, logischerweise. Also dann, over and out, euer Oli.